Moin, Sen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Conan Exiles. Es ist ein weiterer Tag angebrochen in meiner Welt, in meiner Conan Exiles Welt und es gibt ein neues Update, ein neuer Patch. Es ist der Wahnsinn, jetzt kommt richtig viel Content für Conan Exiles. Es ist ziemlich beeindruckend, so kurz hintereinander. Es kam ja gerade erst das Update mit dem Trepuchet oder Trepuchet. Und jetzt gibt es einen neuen Dungeon, der befindet sich hier, in diesem Tempel, in den ich schon mal reingerusht bin, ja, bei diesen komischen Kannibalen. Und da gehen wir jetzt auch mal tatsächlich hin. Ich habe mich ein bisschen ausgerüstet mit dem wichtigsten Stuff, ich kann euch das mal kurz zeigen. Ich habe mich informiert ein bisschen, was man braucht, um in dem Dungeon ein bisschen was reißen zu können. Also man braucht ganz viele Pfeile, wurde gesagt, einen guten Bogen, eine solide Rüstung und da habe ich ja jetzt eigentlich schon eine ganz gute. Man braucht ein paar Heiltränke und man braucht Fackeln, weil es da ziemlich dunkel drin ist und das habe ich jetzt alles mitgenommen und jetzt gehen wir mal dahin. Um da reinzukommen in diesen Dungeon, muss man ein Menschenopfer darbringen, ja, auf so einem komischen Altar. Also wie das halt immer so ist, ne, in solchen Welten, in solchen barbarischen Welten, man muss die Dungeons aufmachen, indem man Menschen opfert. Auch wieder so eine Sache, die wahrscheinlich wieder etwas moralisch fragwürdig sein dürfte, dass man einen Dungeon nur dann betreten kann, wenn man Menschen opfert, aber so ist das halt, ne? Das sind halt finstere Dungeons und das kann man irgendwie noch nachvollziehen, dass man dafür dann Menschen opfern muss, um in so einen Dungeon reinzukommen. Ja, dunkle Magie und alles, das wird ja in Conan Exiles auch noch eine größere Rolle spielen, auch in Zukunft. Insofern wird das mit den Menschenopfern wahrscheinlich eher nicht weniger, das wird wahrscheinlich eher noch viel mehr werden. Aber egal, wir schauen uns jetzt den Dungeon an, ich mache mich jetzt auf den Weg. Oh, ich sollte vielleicht auch noch meine Flasche nochmal ein bisschen voll machen. Nicht, dass wir hier mit leerer Flasche da im Dungeon rumlaufen, das könnte nicht so gut werden. In dem Dungeon soll es ein paar fiese neue Gegner geben und einen Endgegner tatsächlich. Aber es wurde gesagt, man soll diesen Dungeon durchaus mit Level 30 alleine schaffen können, ohne dass man mehrere Spieler dabei hat. Und ich bin ja jetzt Level 30, das heißt, ich erfülle die Voraussetzungen, um in diesem Dungeon, ja, was zu reißen. Und deswegen schauen wir uns den jetzt auf jeden Fall mal an. Also deswegen bewege ich mich da jetzt einfach mal dahin, zu diesem Dungeon. Ich bin mal sehr gespannt, wie weit ich da drin komme. Also Skelette soll es da drin auf jeden Fall schon mal geben. Und Warane zum Beispiel auch. Warane sind neue Gegner, Skelette kennen wir ja schon, aber Skelette haben mir ja zum Beispiel auch schon ganz schön das Leben schwer gemacht, ja. Insofern bin ich mal sehr gespannt, ob ich da jetzt noch einen Blumentopf gewinnen kann. Oh, da ist ein Krokodil. Hat mich das schon gesehen? Will das zu mir? Ich glaube ja. Ja, es hat mich schon gesehen, scheiße. Okay, müssen wir gleich mal den ersten Kampf absolvieren. Beiß mich doch, komm. Haben die Sounds verändert? Komisch. Also ich habe auch ein bisschen Material zum Reparieren mitgenommen, ja, damit ich zum Beispiel mein Schild reparieren kann, wenn es kaputt geht. Weil ich schätze mal, wenn man einmal in dem Dungeon drin ist, wird man nicht so schnell wieder rauskommen. Also vermute ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, wie das jetzt genau ist. Weil ich habe jetzt mich nicht hundertprozentig exakt informiert, ja. Ich habe mich nur so ein bisschen informiert. Also so die gröbsten Sachen, wie man halt reinkommt, wo er halt ist, was man ungefähr mitnehmen muss und so. Ansonsten, mehr weiß ich eigentlich nicht. Ich weiß halt, dass es da einen Endgegner gibt, wenn man da am Ende des Dungeons angekommen ist. Mehr weiß ich nicht über den Dungeon. Und ja, da müssen wir mal gucken jetzt, wie ich mich da jetzt dann schlage. Das erste Ding ist, ich muss erstmal durch diese Horden von barbarischen Kriegern, die hier jetzt gleich spawnen werden, durchkommen. Das ist so erstmal das erste Ding. Da müssen wir jetzt erstmal gleich aufpassen hier. Weil hier spawnen ja ganz viele von denen. Hier habe ich mir ja auch meinen ersten Tänzersklaven geholt tatsächlich. Müssen wir mal gucken. Sind da hinten welche am Feuer? Ne, die Lagerfeuer, die sind erstmal nicht bevölkert. Das ist schon mal gut. Oder? Ne, da sind keine. Sind da Leute? Doch, da ist einer da hinten. Okay, Moment. Die müssen wir erstmal wegnatzen. Hilft alles nichts. Was war das? Okay. Die müssen wir natzen da hinten. Oh, das ist so nervig, diese Mücke da, die da immer kommt. So, schön erschießen. Jawohl, der Bogenschütze ist platt. Zum Glück können die nicht so viel. Oh, ist eine Frau. Aua. Schweinerei. Ihr könnt doch nicht zu mir gelaufen kommen, das geht doch so nicht. Steht da noch einer? Wie gesagt, wir müssen es jetzt erstmal hier durchschnetzeln. Durch die kleinen Schweinchen. Immer schön erschießen. Scheiße, ich treffe sie nicht. Sind die so weit weg? Jetzt habe ich sie getroffen.
Wie sie gleich auf 7:30 gehen hier. Ach, scheiße, daneben. Sie ist, glaube ich, jetzt eh schon tot, genau. Oh. Moment. Ah, Sniper-Duell. Au, scheiße. Da war ich zu langsam. Jetzt trifft doch mal den. Alter, wie weit muss ich denn da hochhalten? Das gibt's doch nicht. Jetzt. Jetzt habe ich ihn getroffen. Und er ist tot. Sehr schön. Ich verschieße hier meine ganzen Pfeile, die ich für den Dungeon brauche. Nur wegen diesen Hanseln hier. Das gibt's doch nicht. Ah, da sind ja noch welche. Ah. Ja gut, das war gut. Nein, nicht ausweichen. Ja. Schnauze. So, Moment, jetzt, wie geht's mir eigentlich? Ach du Scheiße, hat die hart zugehauen. Was ist da denn passiert, Meine Fresse. Die hat ja mal einen harten Schwung gehabt. Oh nein, da sind noch mehr Leute. Wartet mal. Muss mal erschießen. Alle erschießen. Vor allem, das sind alles Yogiten. Die müssten mich eigentlich lieben. Ich bin auch Yogit. Ich bin voll von euch überzeugt. Na gut, jetzt habe ich euch weggenatzt. Ha! Wieso spawnst du hinter mir? Ha, bam. Bam, Junge. Ich rush jetzt hier einfach durch. Oh Gott, scheiße. Ich rush da jetzt einfach hoch. Das wird, glaube ich, die beste Lösung sein. Einfach rushen, einfach rushen. Einfach rushen! Dann natze ich sie einfach weg, wenn sie hier hinkommen. Ich muss da eh Menschenopfer darbieten hier auf diesem Altar. Das passt also. Oh, ich sehe nichts. Was leuchtet mich denn da an, ey? Furchtbar. Hallo, ich kann nichts machen. Was soll das? Weg. Ah. Ja, toll. Nein! Keine Ausdauer mehr. Scheiße. Schlecht. Okay, warte mal. Das ist gut, wenn der hier hängt. Glaubt, ich muss den eh hier opfern. Okay, und jetzt? Ah ja, ah, okay. Ihr seht, es war richtig, was ich getan habe. Ja. Dass ich den hier geschnetzelt habe. Das ist nämlich jetzt der Eingang hier zum Dungeon. War da jetzt gerade eben nicht noch ein Typ? Ah ja, der liegt da unten anscheinend. Alter, das ist aber auch schon ganz schön imposant hier, oder? Nicht schlecht, nicht schlecht, meine lieben Freunde, nicht schlecht. Okay, wir begeben uns in die Katakomben. Ich muss mal gerade gucken, wie es meinem Charakter geht. Das sieht eigentlich gut aus. Das lassen wir so, das müssen wir jetzt nicht reparieren. Oder, na komm. Reparieren das jetzt noch schnell mal. So. Flop. Flop. Und, ach, ich habe keine Seide dabei. Scheiße, ich wusste, irgendwas habe ich vergessen. Na toll. Okay, dann müssen wir den Bogen ein bisschen schonen. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Irgendwas musste ich doch vergessen haben. So, jetzt ist die erste Frage, ist der Dungeon eine neue Ladezone? Ich mache mal gleich eine Fackel an hier. Ah ja, der Dungeon ist eine Ladezone. Jetzt hoffe ich, dass beim Laden nicht schief geht. Okay. Ich befinde mich im Dungeon. Boah. Alter, was ist das denn? Was leuchtet mich denn da an? Irgendwelche Typen hier. Drücke E zum Interagieren. Okay. Ich glaube, das ist Russisch oder so. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein neues Rezept gelernt. Ich weiß jetzt leider nicht für was, aber ich habe ein neues Rezept gelernt. Das ist schon mal gut. Hier liegt auch irgendwas. Was ist das? Kann ich hier mit interagieren? Nee. Aber hier stand doch gerade auch so ein Leuchte-Heini. Okay, hier müssen wir jetzt aufpassen. Ich glaube... Oh ja, da hinten ist schon der erste Varan. Aber, meine lieben Freunde, das machen wir einfach jetzt mit dem Bogen. Der ist aber riesig, ey. Krass. Mal gucken, wie viele Pfeile der braucht. Er ist langsam auf jeden Fall. Stirb! Du kleines Schweinchen, wirst du sterben? Alter, wie viel hält der aus? Holy shit! Ach du Scheiße, ist nicht wahr. Wow, aber fliegen kann er gut. Jetzt weiß ich auch, warum man hier mit Pfeilen reingehen soll. Mit vielen Pfeilen.
Mann, wie schieße ich denn schon wieder, ey? Wie ein Schlumpfschütze. Stirb. Oh nein, geh nicht hinter die Säule. Ach, da ist ja noch einer. Holy shit. Okay. Müssen wir das halt im Nahkampf erledigen. Stirb, du Schwein. Stirb. Du bist eine Stufe aufgestiegen. Jawohl. Okay, das lohnt sich alleine schon hier reinzugehen, um zu leveln. Ah, du kleines Mistvieh. Stirb. Geh tot. Warum hänge ich denn hier fest? Ich hänge an ihm, glaube ich. Stirb. Mach dich weg. Boah. Huiuiui. So, was kriege ich eigentlich von denen, wenn ich die abbaue? Ist so die erste Frage. Ich habe natürlich kein Werkzeug mitgenommen zum Abbauen. Ich schnetzel einfach mal ein bisschen drauf rum. Exotisches Fleisch. Reptilienhaut kriege ich von denen. Okay, Reptilienhaut. Da hinten ist noch einer. Ich weiß jetzt leider auch gar nicht, wo ich genau hin muss. Oh Gott, wenn diese Leuchte-Heinis immer so vor mir auftauchen, das ist ganz schön krass. Man sieht überhaupt nichts. Die sind hier rein. Okay, die schwimmen da runter. Ist das so eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Ich will da nicht rein. Aber anscheinend sind die da reingeschwommen. Ich mach das einfach mal, ne? Was ist denn das da? Ist das eine Kiste? Tür öffnen. Ja, toll. Toll, das hat sich ja richtig gelohnt hier. Oh nein, ich sehe nichts. Scheiße, die Fackel ist ja aus. Ah, oh Gott. Fackel anmachen, Fackel anmachen. Nee, Moment, die muss ich gar nicht anmachen. Hier ist hell genug. Okay, jetzt. Ja, okay, alles klar. Das kleine Schweinchen kommt. Zwei! Oh, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Wo kommen die denn jetzt wieder her, ey? Die sind doch so schnell. Ich muss einen davon... Mann, schieß doch! Ja, sie haben sich da festgehakt. Nice. Jetzt schnell aufmachen hier. Komm, den einen, den machen wir gleich direkt platt. Stirb, 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 Schweinchen. Stirb einfach, komm. Jawohl, nice, okay. Ich muss mal mein Schwert reparieren, ganz dringend. Alter, ich bin jetzt nicht mehr... Ich bin nicht mal 100 Meter in diesen Dungeon reingekommen. Das sind nicht mal 50 Meter. Und ich bin schon hier total am Schwitzen. Das kann doch alles nicht wahr sein hier. Crazy verrückt. Und hier wird überall geflüstert. Da hinten sind schon wieder Warane. Ah! Oh, du bist doch einfach neben mir aufgetaucht, du kleines mieses Schweinchen, du. Oh, sowas hasse ich ja, wenn die neben einem einfach auftauchen. Nein, was ist denn das hier? Mobbingkreis, Mobbingkreis. Nein, scheiße. Ja, das ist der neue Dungeon, meine Damen und Herren. Wie war das? Mit Level 30 hat man da eine Chance? In welcher Welt, frage ich mich. In welcher Parallelwelt hat man da eine Chance mit Level 30? Mann, das ist aber auch so scheiße, dass die Gegner immer so schnell nachspawnen. Da war doch gar nichts gewesen. Da war doch keiner. Du wurdest getötet durch Komodo. Ja, toll. Da war doch überhaupt keiner, als ich da lang gelaufen bin. Der war doch einfach aufgetaucht, oder nicht? Toll, jetzt bin ich nackt. Ah, ich hab was... Ich hab hier was Neues bekommen. Guckt mal. Glowing Essence und Glowing Stick. Na, dann habe ich immerhin schon mal was bekommen, ne? Leuchtschleim brauche ich. Das gibt's höchstwahrscheinlich dann wieder nur in dieser Höhle. Aloe brauche ich dafür auch. Ja, okay. Das ist jetzt allerdings irgendwie kein so guter Deal gewesen, weil ja, jetzt bin ich gestorben und habe alles verloren, was ich hatte. Und wahrscheinlich werde ich das jetzt auch nicht zurückkriegen, weil, ne, da sind ja Viecher am Eingang gewesen. Jetzt, also, ich finde das irgendwie doof, dass die Viecher so schnell nachspawnen. Das ist irgendwie scheiße. Ich meine, ich versuche jetzt nochmal in der Folge nochmal dahin zu rennen einfach. Vielleicht ist der Eingang ja auch noch offen. Kann ja sein, dass der sich nicht so schnell schließt. Vielleicht habe ich ja Glück. Vielleicht kann ich ja einfach reinrushen, mein Zeug nehmen und wieder rauslaufen. Das wäre ja schon mal was. So dunkel ist es ja da drin auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum da geschrieben wurde von wegen, da ist es so dunkel und man braucht da unbedingt Fackeln. Also, ich kann das jetzt nicht so bestätigen, muss ich sagen. Ja gut, das war auch nur der erste Raum. Ne? Wer weiß, was da noch kommt. Ich schätze mal, der Dungeon wird nicht nur aus dem Raum bestehen. Sonst wäre das ein ganz schön mickriger Dungeon. Aber ich muss mal sagen,
Also ich bin ja jetzt Level 30. Meine Rüstung war jetzt auch nicht unbedingt so schlecht, ja. Es war mein, ich glaube, mittelschwere Rüstung hatte ich angehabt. Und das verstehe ich nicht, warum ich da jetzt so platt gemacht wurde so schnell. Das kann echt nur daran liegen, dass die Gegner so schnell nachspawnen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Eine andere Erklärung kann es nicht geben. Das ist echt ein bisschen unfair mit dem Gegner-Respawn. Ich habe auch schon versucht, das anders einzustellen in meinen Einstellungen für den Singleplayer, aber das geht irgendwie nicht, das verändert sich irgendwie nicht. Das ist, als wenn dieser Regler nichts macht. Für NPC-Respawn-Rate oder was das, was der Regler da heißt. NPC-Respawn-Geschwindigkeit oder so, keine Ahnung. Ist schon ein bisschen armselig. Weil das ist echt ein bisschen mies, dass man so schnell geplättet wird von... Dass die Gegner so schnell wieder auftauchen. Das ist nicht so schön, muss ich sagen. Finde ich nicht so gut. Das sollte gebalanced werden, wenn ihr mich fragt. Das sollte gebalanced werden. So, mal gucken, ob wir es noch schaffen in der Folge. Wir haben noch 3 Minuten. Bisschen was... So, 3 Minuten. Ja, ungefähr 3 Minuten haben wir noch. Dann müsste ich es eigentlich schaffen, da einfach rein zu rushen. Muss vorher nochmal, bevor ich jetzt an den Dörfern vorbeikomme, muss ich meine Stamina recken, dass ich da noch schnell durchraschen kann. In einem Rutsch. Da hinten sehe ich schon die ersten. Laden wir mal Stamina. Und dann rushe ich einfach rein in den Dungeon und gucken wir mal, ob ich mein Zeug finde. Los, los, los. Vor allem, ich war voll gut ausgerüstet mit Heilstuff und allem. Ich habe alles mitgenommen von meinen coolen Sachen. Oh, scheiße. Wow, wow, wow. Hoffentlich ist der Eingang jetzt noch offen. Das ist eigentlich meine einzige Sorge gerade. Ja, hua, hua. Jetzt bloß nicht getroffen werden. Schön Haken schlagen. Das war knapp. Einfach rein. Nein, der Eingang ist wieder zu. Scheiße. Und ich kann jetzt keinen töten hier. Na toll. Das ist ja auch blöd jetzt. Da muss ich einen im Faustkampf jetzt platt machen. Das wird doch nicht gehen. Kann ich doch vergessen. Höchstens den hier. Lauf. Scheiße. Los, kommt hier auf den Podest hier. Ihr Säcke. Kommt. Ach, ihr wollt nicht, oder was? Habt ihr Angst, oder was? Ihr habt echt Angst. Lol. Aber du hier nicht, warte mal. Dich kann ich. Los. Opfer dich. Schweinepriester. Komm her. Hau nicht ab. Warte mal, kann ich den jetzt... Ha! Gott. Schnell wieder auf das Ding hier. Ja, das ist der Hotseat hier, mein lieber Freund. Komm doch drauf. Jawohl. Warte. Ha. Das ist kein Schild mehr, hä? Wieso kann ich dich nicht treffen, du kleiner Sack? Schweinepriester, du. Das gibt's doch nicht. Wie er mich blockt. Wie er jeden Angriff blockt. Na, dann bleib halt da stehen. Kann ich den Kadaver nicht rüberziehen irgendwie? Oder brauche ich dafür ein Seil? Scheiße. Ich muss dich doch platt kriegen hier, du Sack. Ich hab den doch getroffen gerade, oder nicht? Gibt's doch nicht. Stirb. Oh Mann, nein. Richtig nahe ran und ihn einfach weich klopfen. Mürbe klopfen. Jawohl. Komm, das Blut ist auf dem Altar drauf. Das zählt doch, oder nicht? Das muss zählen. Kann ich die Leiche nicht schieben? Kann ich die Leiche nicht rüberschieben? Mann! Scheiße. Ach, Mann. Ich könnte noch einen herlocken. Das machen wir erst in der nächsten Folge, Conan Exiles. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.